Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Long Dark und wir gehen raus und machen Feuer, denn wir brauchen Wasser. Schalala. Ich mach das Feuer trotzdem hier. Leider 0% Chance mit der Lupe. Hätte ich eigentlich gerne genutzt, aber geht halt gerade nicht. Dann machen wir es halt mit dem Feuerstahl. Come on, little fire. Der kam mir doch gerade irgendwie ein bisschen zu nah, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Problem ist, wir haben den Feuerstahl jetzt schon abgenutzt, ne? Durch diese Tatsache. Warum schwirrt er denn jetzt hier so rum? Das ist echt uncool, mein Freund der Sonne. Ich gehe nochmal rein und ich werde nochmal kurz ein Stündchen schlafen. Ich hätte echt Hoffnung. Ich würde gerne die Lupe ein bisschen intensiver nutzen, weil wir von dem Feuerstahl, da haben wir jetzt noch 8%. Das heißt, er kann eigentlich jeden Moment kaputt gehen bei der nächsten Benutzung. Ich werde nochmal 2 Stunden schlafen. In der Hoffnung, dass wir die Lupe benutzen können. Das wäre echt sensationell super. Das mit der Lupe wäre echt sensationell. So, da hinten latscht er. Aber die Lupe können wir immer noch nicht benutzen. Okay, pass auf, dann. Egal, wir machen das mit dem Feuerstahl. Komm, wir benutzen Zunder auch. Haben wir ja einmal, ne? Sobald der Feuerstahl abgenutzt ist, können wir dann wieder Streichhölzer mitnehmen. Ich werde die Lupe trotzdem mitnehmen. Einfach aus dem Grund, wenn man die Lupe benutzen kann, würde ich sie natürlich auch gerne benutzen, ne? Klingt logisch, ist auch so. Sobald die Sonne scheint, machen wir mit einer Lupe Feuer. So, aber jetzt gilt es erstmal, wir werden jetzt erstmal 8 Liter Wasser kochen. So, sehr schön. Ich schmeiße alles Altholz rein, was ich habe. So, sehr schön. Ne, wir werden erstmal schmelzen. Wir werden 2x5 Liter schmelzen. Und dann werden wir 8 Liter reinigen. Dann haben wir das nämlich auch schon mal hinter uns. So, perfekt. Und dann werden wir nochmal 5 Liter schmelzen. So, jetzt haben wir natürlich Durst. Das werden wir jetzt mal beheben. So, ich höre da was im Hintergrund, was ich jetzt gerade erstmal ignoriere. Denn ich würde gerne das Wasser noch fertig gekocht kriegen. Und dann nehme ich mir gerade mal einen Fackelstock und gehe rein, denn das ist mir jetzt echt zu risikoreich da draußen. So, und dann werden wir das Wasser erstmal umlagern. So viel Wasser schleppen wir natürlich nicht mit uns rum. Wir lagern alles um. Und hier müssen wir echt ein bisschen drauf achten. Ne? Ich werde mir 3,5 Liter mit rausnehmen. So. Der Hunger ist noch okay bis zum nächsten Tag. Dann können wir nochmal ausreichend Fleisch essen. Zack. So. Halt, stopp. Erst nochmal satt trinken. Das heißt, sit, Klaus, du ungebildeter Klotz. Maul. So, wir werden wahrscheinlich vorher aufwachen. Natürlich werden wir vorher aufwachen. Du bist komplett erholt aufgewacht. Jetzt ist ja die Frage, finden wir hier irgendwas, was wir zerdeppern können in der Nähe? Diese Bank zum Beispiel. Dafür sollten wir vorher aber vermutlich nochmal was trinken.
Dann werden wir einfach die Bank zerdeppern. Mit dem Hammer. Und schon ist es hell. Und wir haben wieder ganz viel Hunger auf ganz viel Fleisch. Ja, das machen wir jetzt. Machen wir jetzt, Elvira. Keine Panik. Ich wollte aber erstmal kurz das Holz zumindest loswerden. Halt, hier geht's raus. Und dann schnell ein bisschen Fleisch essen gehen. In der Hoffnung, dass draußen nichts los ist. Sieht gut aus. Hört sich gut an. Ach, guck mal, der Haufen Fleisch ist schon weg. Dann, Ach, okay, ja, mit Space kann man es essen, wenn man hier... Alles klar, habe ich verstanden. Sehr schön. Okay. Nicht schlimm. Habe ich noch nie drauf geachtet. Ich glaube in der Tat auch, das ist noch nicht so lange so, aber... Ich oute mich wahrscheinlich jetzt wieder als vollkommener The Long Dark Anfänger. So. Und ich hatte ja gesagt, ne, wir werden hier in dem Haus noch ein paar Sachen auseinandernehmen müssen. Und das machen wir natürlich auch. Ich werde aber jetzt von oben nach unten gehen. So, mal gucken. Hier waren wir aber schon. Ne? Die Toilette haben wir auch leer geräumt, jawohl. Das Bett kann man nicht auseinandernehmen, das kann man auch nicht auseinandernehmen. Da steht nichts mehr zum Auseinandernehmen, hier auch nicht mehr. Dann sind jetzt hier Stühle und Regale dran. So, und es sieht so aus, als ob wir unseren Hammer auch irgendwann mal wieder reparieren müssten. Kriegen wir schon hin. So, das schaffen wir noch, ohne dass wir vorher trinken müssen. Guck mal, können wir sogar noch mal was essen. Wie schön ist das denn? Dann ist der Magen nicht komplett leer. So. 3 Stunden mit dem Hammer. Das nimmt echt viel Zeit in Anspruch, ne? Das hätte ich so nicht vermutet. Natürlich, wir kriegen jetzt natürlich nochmal Hunger, aber das werden wir natürlich jetzt wieder beheben können. Und jetzt haben wir mal eben irgendwie fast 6 Kilo Fleisch verdrückt, ne? Für diese Auseinandernehmmaßnahme, die wir jetzt hier an den Tag gelegt haben. Und das, finde ich, ist echt okay. Oh, da war Bärenfleisch mit dabei. Pass auf, dann essen wir das Bärenfleisch mal zuerst. So. Hast du was Durst? Trink schnell was, bevor du verdurstest. Machen wir jetzt. Aber wir müssen es ja auch nicht verschwenden. Ne? So. Pass auf, dann lege ich das Fleisch aber nochmal hier raus. Und dann geht's zum Schlafen. Jawohl, schlafi, schlafi. Reicht das Licht noch, um das Zeug hier auszusortieren? Joa. 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 7 Kilo, guck mal, es passt sogar alles da rein. Perfekt. Und dann geht's wieder zum Schlafen. Zum Schlafen. Zum Schlafen. Zack. Werden wir auch, glaube ich, wieder nicht brauchen, ne? Aber... Oh, das war aber knapp. Das war aber knapp. Finde ich jetzt hier. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Ja, wunderbar. Wunderbar. Da ist der Backofen. Hier ist der and nothing to drink. So, ich nehme jetzt hier nochmal 2,5 Liter Wasser mit. Ne? Denn wir müssen unbedingt was trinken. So, und dann werden wir da wieder rausgehen. So, dann machen wir das Haus da eben noch fertig. Warum sitze ich denn auf meinem Kopfhörerkabel? Aua. Der Aschen da. So, dann werden wir hier jetzt nochmal kurz. So. Das eben essen. In den Bären kurz reinbeißen. Den Rest vom Bärenfleisch nehmen wir mit. Kurz nochmal was trinken.
So viel haben wir jetzt auch nicht mehr in dem Haus. Müssten irgendwie noch 3 Regale oder sowas sein, wenn mich nicht alles täuscht. Was aber dennoch fast eine Tagesaufgabe sein wird. So, geschafft. Also oben haben wir noch... Oben haben wir noch das Regal hier auf jeden Fall. So. Der Hammer nutzt sich auch echt nicht so super schnell ab. Ne? Das finde ich echt einen großen Vorteil. Ja, so. Dann haben wir hier nämlich schon mal alles fertig. Finde ich echt einen großen Vorteil. Deswegen mache ich das lieber mit dem Hammer als mit dem Beil. Ne? So. Und hier müssen wir jetzt mal gucken. Diese Metallpfanne zum Beispiel. Sowas müssen wir, nehmen wir natürlich auch mit. Hier das Regal nochmal, ne? Rappenzappenduster ist es bald wieder. So, dann nochmal eben hier essen und trinken. So. Wunderbar. So, und auch hier den Toaster zum Beispiel, ne? Kann man alles auseinandernehmen. So, und dann haben wir das Regal hier noch. Zack. So, schon ist die Bude leer. Oh, warte mal, die Lampe hier kann man auch noch, glaube ich, oder? Schade. Hier, Gardinenstange. Ärgerlich. So, wo war denn hier eigentlich das Bad nochmal? Ach, im Bad waren wir oben schon, ne? Ja, ja, das Bad haben wir schon erledigt. So, ich glaube, ich habe hier nichts mehr übersehen. Wunderbar. Die Lampe hier kann man auch nicht, ne? Nein. Muss man ja alles mal überprüfen, ne? So. Dann gehen wir jetzt nochmal eben einen Happen essen. So. Reh, Bär. Haben wir irgendwo noch Wolf? Na komm, egal. Wir essen Bär. Was soll's. So, und dann können wir uns jetzt unserem Basishaus widmen. Zack. Und hier entsprechend. Wir müssen mal gucken, wie viel Prozent das Vorhang auseinandernehmen bei diesem improvisierten Messer. Weg. 3%, das ist schon echt nicht wenig, ne? Aber gut, ich meine, dafür haben wir die Dinger ja gemacht. 4 Stunden Tageslicht übrig. Perfektes Timing. So. Ein bisschen was essen. Ah, Kalorien reichen für die Nacht. So. 10 Stunden Dunkelheit. Pass auf, dann mache ich das aber in der Tat so. Ich werde jetzt hier doch noch mal was aussortieren. Ein bisschen Holz zum Beispiel. Ja, komm, 10. Ja, das reicht. Hier, den machen wir mal eben voll. So. Und dann werden wir die Schränke hier einfach nutzen, um Holz zu lagern. Ne? Spricht überhaupt nichts dagegen. So insgesamt. Hier noch ein bisschen Crafting reinpacken, wobei das natürlich auch jetzt immer voller wird, ne? Müssen wir mal gucken. Ja, komm, ich lager die Stöcke auch nochmal aus. Oh, aber nicht hier hin. Warte mal. Dann nehmen wir hier nochmal wie 10 Stück, 11 Stück von raus. So. Hier die Stöcke hin. So. Und hier das andere Holz hin. Denn in der Tat brauchen wir die Stöcke gerade nicht. Also wir halten uns ja jetzt in der näheren Umgebung auf, ne? Deswegen brauchen wir die Stöcke gerade nicht, um daraus eine Schneehütte zu machen. Ne? Deswegen passt das schon. So, 10 Stunden Dunkelheit. Wir werden ein bisschen schlafen. Zack. So, und wenn wir das Fleisch erstmal aufgebraucht haben, dann bin ich auch wieder ein bisschen relaxter insgesamt. Also es dient halt echt einem guten Zweck, ne, das ganze Fleisch. So, wir müssen ein bisschen Zeit verbrauchen. Deswegen gehe ich jetzt gerade mal hier. Wo
Wo bin ich jetzt? Ich habe mich verlaufen. Wo bin ich? Da ist so. Ja, da ist die Treppe. Hier kann man so. Dann müsste doch hier irgendwo der Vorhang sein. Zack. 8 Minuten dauert das nur. Das ist natürlich nicht so wirklich viel Zeitgewinn. Na komm, wir nehmen die Kiste auseinander. Ich hätte eigentlich gerne, dass es ein bisschen heller wird, ne? Damit wir ein bisschen mehr sehen. Tisch. Jawohl, hau den Tisch kaputt. So, ein bisschen trinken. Perfekt. So, und schon ist es zumindest ein bisschen heller geworden. Hier ist noch eine Kiste. Der Hammer hält echt lange durch, ne? Das ist schon ziemlich cool, muss man sagen. So, hier haben wir, glaube ich, sonst nichts mehr. Ne? Ah, hier ist noch eine Kiste. Ja, Hunger. Wir gehen jetzt gleich auch noch mal raus, was essen. Alles gar kein Problem. Das ist der Fackelstock, den kannst du behalten. So, aber dennoch nehmen wir hier natürlich alles mit, was wir mitnehmen können. Ein bisschen Kalorien haben wir ja noch auf Vorrat, ne? So, und wenn wir die beiden Häuser auseinandergenommen haben, dann reicht es auch erstmal mit auseinandernehmen. Dann haben wir erstmal wieder genug Holz und ausreichend Stoff und auch Metallschrott auf Vorrat. So, jetzt gehen wir dann mal raus, was essen, würde ich vorschlagen. Vorher nochmal kurz aussortieren. Rapp. Ach, guck mal, wir haben einen Schrank übersprungen. Auch super. Zack. So. Genau, essen. Wir müssen essen. Und dann ist es quasi fast soweit, dass wir dann ab der nächsten Folge, denke ich mal, ein bisschen erkunden gehen können. Und das sollten wir dann auch auf jeden Fall mal tun. So, Bär noch wegessen. Komm, da beißen wir nochmal rein. Also kriegen wir echt gut weg, das Fleisch. Ne? Da kann ich mich echt mit arrangieren. So ist das super. Das Fleisch dürfte ja noch ansatzweise 100% haben. 95, ja. Das passt schon. Und dann nutze ich das Fleisch lieber so. In dem Maße, als dass wir irgendwann entweder Fleisch wegschmeißen müssen oder, keine Ahnung, halt irgendwas auseinandernehmen wollen müssen. Und dann Kalorien verbrauchen, die wir vielleicht nicht auf Vorrat haben. Nur so ist das schon ganz angenehm. Ich wollte gerade nochmal im Hellen gucken gehen, ob wir auch nichts vergessen haben. Das sieht aber nicht so aus. So. Dann machen wir das Haus hier nämlich noch fertig. Hier haben wir schon alles. Das ist auch schon leer. Dann bleibt jetzt nur noch die Küche. Die Küche und das Bad. Und das sollte doch alles. Oh, das tut mir leid. Ich wollte euch nicht euren Schlafplatz wegnehmen. So. Guck mal, können wir sogar nochmal was essen. Und nochmal was trinken. Wunderbar. Hier haben wir noch 2 Regale, 1 Stunde Tageslicht in etwa noch übrig. Die Toilette haben wir schon ausgeräumt. Hier haben wir noch Vorhänge. So, wobei ich dann wirklich überlege, das könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wirklich nochmal zurückzugehen zum trostlosen Ort und echt nochmal ein paar improvisierte Messer und Beile herstellen. Weil für diese Dienste, die wir jetzt hier gerade durchgeführt haben, sind die Dinger echt super, ne? Nee, das hat seine Ordnung, dass das hier drin ist. Pass auf, nee, wir gehen jetzt erstmal schlafen, bevor wir das auseinandernehmen, oder? Komm, eins könnten wir theoretisch noch, ne? Jo. Denn, dann werde ich mal Folgendes machen. Ich werde hier 2 Limonaden trinken. Damit wir insgesamt hier auch mal ein bisschen mehr Übersicht reinkriegen. Und jetzt können wir nämlich die Nacht hier schlafen. Vorausgesetzt, ich finde den Weg ins Bett. Also bei dem Fleisch habe ich jetzt überhaupt keine Bedenken mehr, dass wir das nicht sogar relativ zeitnah wegkriegen.
durch das ganze Auseinandernehmen der Möbel hier verbrauchen wir echt super viele Kalorien. Von daher finde ich das okay, zwischendurch mal komm, durchaus mal von den normalen Lebensmitteln auch zu kosten. Ne? Das passt schon. So. Wir haben kein Wasser mehr im Inventar. Das sollten wir uns vielleicht dann auch nochmal mit rausnehmen. Und dann gehen wir uns jetzt nämlich nochmal lecker voll essen. So, 4 Liter. Kurz nochmal was trinken. Sehr schön. So, dann eben den Magen füllen, den Rest hier zerlegen und dann sind wir quasi einsatzbereit. Dann haben wir echt wieder alles auf Vorrat, was man halt so grundsätzlich braucht hier. Oder brauchen könnte. It's getting kinda heavy. So, manches von dem Fleisch ist aber irgendwie auch schon deutlich wieder reduzierter, ne? Also ich habe doch hier eigentlich Fleisch hingelegt, was zwischen 70% und 90% war, ne? Und ich hatte jetzt schon ein paar Stücke, die waren echt schon auch nicht mehr so dolle. Aber das ist alles völlig im Rahmen. Ne? Also wir haben noch genug Möglichkeit. Wir kriegen ja auch keine Lebensmittelvergiftung mehr. Ne? Von daher können wir auch Fleisch essen, was 3% hat. Also würde ich jetzt nicht unbedingt so präferieren, aber man könnte es. Wir brauchen uns da im Prinzip ja überhaupt keine Sorgen mehr zu machen. So, hier haben wir alles zerlegt. Das ist natürlich sensationell hier. Und dann machen wir jetzt den Toaster noch kaputt. Und hier die Pfanne noch kaputt und den Topf da noch kaputt. Und wenn mich nicht alles täuscht, sind wir dann fertig. Wenn wir hier nichts übersehen haben, sollte es das eigentlich gewesen sein, ne? Jawohl. Damit hätten wir quasi dieses Kapitel an To-Dos abgeschlossen. Und jetzt werde ich hier mir das wieder so zurechtlegen, dass wir dass wir wieder eine Schneehütte machen können im schlimmsten Fall. So. Dann hier nochmal ein bisschen Holz rein. So. Bedeutet, wir brauchen hier ein paar Stöcke. Und ich nehme mir die 10 Stöcke jetzt mit Absicht mit, auch wenn man Stöcke natürlich überall draußen finden kann, theoretisch, ne, das ist mir alles klar. Dennoch ist es so, dass ich mir jetzt auch ein paar Streichhölzer wieder einpacke. Weil Feuerstahl hält halt einfach nicht mehr so lange. So, dann können wir im Gegenzug aber den Hammer und die Säge rausschmeißen. Brechstange. Die werden wir erstmal nicht benötigen, weil wir momentan noch nicht Straße gehen. Ich würde als erstes, glaube ich, gerne die hier Haus des Menschenfeindes und die Haseninsel nehmen und die ein oder andere Anglerhütte noch mitnehmen. Und dann erst nachher irgendwann die Straße abklappern, wo dann Autos stehen können, wo wir dann halt das Brecheisen auch brauchen. Von daher ist das so erstmal in Ordnung. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Das ist in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Da haben wir keine Notwendigkeit, um da jetzt irgendwas dringend zu reparieren. Wir könnten den Schal reparieren. Das ist aber jetzt auch nicht so eilig. Und der Rest ist eigentlich in Ordnung. Ja, das mit dem Köder. Ich nehme den Köder mal mit, ne? Um Feuer zu machen, ist der ja eigentlich ganz, ganz praktisch. So, pass auf, wir essen den Rest Bär. Trinken dann nochmal was und dann gucke ich nochmal auf die Uhr. Oh, guck mal, 24 Minuten. Das passt doch in etwa. So, pass auf. Dann haben wir hier jetzt noch ein paar Nahrungsmittel, die theoretisch jetzt irgendwann auch mal weg müssten. Das Hundefutter hat jetzt in der Zeit, in den 3 Folgen, die ich jetzt vorproduziert habe, 4% verloren. Das heißt, das sollten wir vielleicht in naher Zukunft wirklich mal irgendwann essen. Den Rest müssen wir im Auge behalten. Wir werden auf jeden Fall in naher Zukunft nicht verhungern. So viel steht fest. Das finde ich lustig. Okay, ansonsten gibt es jetzt hier gerade erstmal nichts mehr zu tun. Ne? Ich wollte aber nochmal gucken, ob das hier jetzt mittlerweile hier getrocknet. 98%, sehr schön.
Das führt aber dazu, dass ich die Sachen zumindest schon mal hier wieder ein bisschen reinpacken kann. Haben wir wieder einen Kaninchenpelz mehr, den wir ja auch schon verbraucht haben, weil wir ja die Handschuhe einmal repariert haben. Nee, die bitte nicht. Danke. So, 19,1 Kilo. Erscheint mir doch ein bisschen viel, ne? Aber wir dürfen nicht vergessen, die improvisierten Werkzeuge wiegen insgesamt ein halbes Kilo mehr, ne, als die normalen Werkzeuge. Und das ist auch schon der Großteil, ne? 3 Liter Wasser haben wir natürlich mit dabei. Ist die Frage, ob wir das unbedingt mit dabei haben müssen. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Das könnten wir auch nochmal, bevor ich jetzt hier gleich die Aufnahme beende, kurz nochmal 1 Liter rausschmeißen. Dann haben wir nochmal 1 Kilo weniger. 2 Liter reichen uns für die Reise. Vor allen Dingen, weil wir wahrscheinlich, ja, höchstwahrscheinlich noch Wasser in den Häusern haben, ne? Also in den Toiletten. Von daher sollte uns das ausreichen. So, passt auf. Dann gehe ich jetzt gerade nochmal kurz raus und wieder rein zum Speichern dieses Status. So. Und dann würde ich sagen, ich gucke gerade noch mal kurz in den Backofen. Ich wollte mal gucken, ob ich einen zweiten Hammer habe. Oder ob wir den Hammer demnächst mal reparieren sollten. Ne, wir sollten den Hammer vielleicht demnächst mal reparieren. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Die Säge, davon haben wir 2. Das heißt, ich werde die eine Säge nicht reparieren, sondern halt nutzen, bis es nicht mehr geht. Wir bräuchten theoretisch einen Feuerstahl, relativ dringend. Ne? Der 6%, der ist nicht mehr so super duper. Tannenholz bräuchten wir, ne, um den Hammer zu reparieren. Das hier war Zeder, wenn nämlich nicht alles toll. Ne, Tannenholz. Okay, Tannenholz haben wir, das ist super. Ich glaube, mit dem Hammer reparieren warte ich aber wirklich, bis der Patch rausgekommen ist. Denn dann gibt es auf jeden Fall einen Skillpunkt. Ne? Auch wenn ein Skillpunkt jetzt nicht so viel ist, aber es gibt zumindest einen. Okay, ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein mit dieser Folge. Wenn euch das gefallen hat, wie immer gerne kommentieren, diskutieren, philosophieren und das Däumchen nach oben nicht vergessen. Und auch wenn wir jetzt in den letzten Folgen eigentlich nur Sachen auseinandergenommen haben, hatte das alles seinen Sinn und Zweck, nämlich das Fleisch gutmöglichst oder bestmöglichst wegzukriegen. Von daher hat das erstmal ganz gut funktioniert. Ich bin mit der geleisteten Arbeit sehr zufrieden und habe noch eine Metalllampe entdeckt, die ich jetzt gerade nochmal kurz, während ich hier erzähle, auseinandernehmen werde. Dam, 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 dam. Hat auf jeden Fall alles echt gut funktioniert und war auch sinnvoll, dass wir das so gemacht haben. In dem Sinne würde ich sagen, ich muss nochmal raus zum Speichern. Raus und rein zum Speichern. Ja, soll es das wie gesagt mit dieser Folge gewesen sein und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von The Long Dark mit Elvira schon wieder. Bis dahin, einen schönen Abend noch. Tschüss!